So da, was geht, Leute? Jetzt willkommen zu einem Black Ops 2 Commentary. Das Gameplay hier im Hintergrund ist zwei Loadstar-Streaks, also in einem Spiel zwei Loadstars. Im Endeffekt habe ich das Ganze einfach zusammengeschnitten, weil es furchtbar ausgegangen ist. Es ist, glaube ich, 34-12 ausgegangen. Ich meine, es ist kein furchtbarer Score, aber mit zwei Loadstars ist ein furchtbarer Score. Ich habe mit dem Scheiß überhaupt keine Kills gekriegt. Habe aber trotzdem witzig gefunden. Ja, ich meine, zwei Loadstars sind schon ganz nice in einer Runde, oder kann man schon herzeigen. Werd, wie gesagt, mir Hunde freischalten und dann probieren, dass ich öfters mal Hunde krieg. Kann zurzeit nicht wirklich viel aufnehmen oder gar nichts, weil sie nämlich mein Fernseher verjuiced hat. Also mein Riesenfernseher hat sie jetzt verjuiced mit dem Splitter. Die gehen jetzt beide nicht mehr. Die haben sie beide verabschiedet, sind in die Flitterwochen gefahren und jetzt ficken sie sich gegenseitig in den Arsch. Weil ich nämlich das falsche Netzteil an meinem Splitter angeschlossen habe. Also der Splitter ist das Teil, was zwischen der Xbox, dem Fernseher und dem Computer ist. Also wo ich dann einfach zwei HDMI-Ausgänge habe, damit ich es auf dem Fernseher und auf dem PC gleichzeitig das Bild habe, damit ich live aufnehmen kann, weil der Kinomodus für den Arsch ist. Und jetzt habe ich da das falsche Netzteil angeschlossen. Jetzt ist der Fernseher tot und Netzteil, also jetzt Splitter schätze ich mir auch, ich weiß nicht. Wenn der Fernseher im Arsch ist, ist mir der Splitter relativ scheißegal, aber muss ich irgendwie reparieren lassen. Ich gebe euch jetzt noch einen kleinen Tipp hier, verdammt nochmal. Falls ihr einen Fernseher zum Zocken wollt, nehmt den kleinen Fernseher, der zockt nicht auf einem riesen Fernseher. Ihr habt einen 47 Zoll Fernseher und es ist wirklich furchtbar auf dem Fernseher zu zocken. Es ist so viel einfacher. Ich habe jetzt so einen uralt scheiß kleinen Arschfernseher hier stehen, der nicht größer ist als ein Computerbildschirm. Ich sehe zwar fast gar nichts, aber man kann so viel leichter auf Gegner schießen und man ist so schneller beim Schießen und alles andere. Wirklich, holt euch einen kleinen Fernseher. Keine Ahnung, was sagen wir mal. 30 Zoll reichen locker für einen Fernseher. Ist wirklich besser, wenn er klein ist, okay? Gebt euch Tipps für Fernseher, abonniert mich und teilt meinen Scheiß auf irgendwo. Was zur Hölle? Über was ihr reden wollt. Und zwar habe ich ja schon ein paar Mal angesprochen, dass ich Gastcommentaries auf meinem Kanal haben will. Was einfach eine Gratis-Möglichkeit ist für euch, dass ihr, ja, gratis ein paar mehr Abonnenten oder ein paar mehr Zuschauer kriegt. Ich weiß, ich habe jetzt auch Miniaturkanal, aber im Endeffekt vielleicht, es hilft ein bisschen, seien wir uns ehrlich. Wie das Ganze ablaufen wird, und zwar, das ist jetzt der zweite Loadstar. Ich habe einfach das Ganze zusammengeschnitten. Ihr ladet einen Commentary hoch, als nicht gelistet auf eurem Kanal, schickt mir dann den Link, ich schaue mir das Ganze an, wenn es in Ordnung ist, dann lade ich es runter und lade es auf meinem Kanal hoch. Was ihr von dem Commentary erwartet, das Gameplay ist nicht das Wichtigste. Ich meine, klar, nehmt das schönste Gameplay, was ihr habt oder was halt noch übrig habt. Wenn ihr dann ein richtig schönes Gameplay habt, dann nimmt natürlich das hier. Aber was mir viel wichtiger ist, ist die Kommentation, dass das Ganze schön ist, dass die Audioqualität nicht für den Sack ist, Alter. Und dass, ja, dass es einfach ein interessantes Commentary ist zum Zuschauen. Das soll nicht so langweilig sein. Oder für ein Hammer Gameplay im Hintergrund oder Monster Gameplay, da ist mir lieber ein scheiß Gameplay im Hintergrund und ein richtig interessantes Commentary. Falls ihr ein paar Tipps braucht für Commentaries, ich habe so ein Commentary drüber gemacht, wie man bessere Commentaries macht. Ich habe jetzt so oft Commentary gesagt in den letzten paar Minuten. Verlinke ich für euch drinnen, könnt ihr euch ja vorher noch mal anschauen, falls das Ganze neu für euch ist. Vielleicht hilft es euch ein bisschen. Ist übrigens ein nices Gameplay im Hintergrund drinnen. Ja. 40-5 mit der Spaß. Was labe ich hier? Also wie gesagt, ich warte einfach, dass das ein schönes Commentary ist, dass die Audioqualität wirklich anhörbar ist, weil ich will keine furchtbaren Audioqualitäten hochladen. Und was mir auch richtig wichtig ist, dass beim Gameplay nicht Camp wird, weil ich werde keine Camper-Gameplays auf meinem Kanal hochladen. Da ist mir lieber, bevor ich ein Gameplay habe, wo ihr 100 Kills kriegt und euch die ganze Zeit den Arsch abcampt hat, da habe ich lieber ein Gameplay, wo ihr, keine Ahnung, 40 Kills kriegt und die ganze Zeit rumrennt. Finde ich deutlich interessanter. Also das sage ich auch gleich dazu, ich werde keine Camper-Kill Gameplays auf meinem Kanal hochladen. Mir ist scheißegal, wie hoch das Score ist. Das passiert einfach nicht. Also, falls ihr das haben wollt, dann habe ich ja, dann macht es so. Also, lädt einfach das Video als nicht gelistet hoch und schickt mir dann den Link. Ich habe das jetzt mit Facebook ein bisschen zum Laufen gebracht. Ich bin da jetzt bei 23 Best Friends Forever. Ich habe es im vorigen Kommentar schon gesagt, aber ich muss euch immer alles 10.000 Mal sagen, weil mir kein Schwanz zuhört bei meinen Videos. Falls ihr mit mir zocken wollt, funktioniert das nur über Facebook. Es funktioniert nicht drüber, dass ihr mich zuspammt bei Xbox Live, weil das Einzige, was da passiert ist, dass ich euch die Scheiße aus den Augen raus blockiere. Ich habe keinen Bock, immer bei Xbox Live zugespammt zu werden. Dort schreibe ich einfach rein, hey, ich zocke jetzt Black Ops 2, wer hat Bock mitzuzocken? So funktioniert das nur über Facebook. Dort schreibe ich auch rein, wann Livestream ist. Falls ich mal bei wem anderen mit Livestream, dann kriegt das sonst nicht mit. Es funktioniert mit Bulletins nicht und ich werde nicht wegen jedem Scheiß ein Video machen. Facebook. Da habt ihr mal einen Link in der Beschreibung drinnen. Und Geiz ist bei 46 Abonnenten.
Ich habe das vor Ewigkeiten schon mal gesagt, aber jetzt habe ich so viele Abonnenten zugekriegt seit Black Ops 2. Also, ihr habt Let's Play Together auf seinem Kanal und zurzeit macht er richtig witzige Banjo-Kazooie-Folgen. Also schaut mal auf seinem Kanal vorbei und bringt ihn wenigstens mal über 50, weil es geht so schleppend voran und er hätte viel mehr Aufmerksamkeit verdient. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Hab euch alles und ich mach's gut.